Donut. Dortmunder Nüsse. Donut. Na gut. Der war schlecht. So, jetzt können wir nochmal darüber. Jetzt können wir uns darüber teleportieren. Jetzt bin ich damit eins. Well. Aber wenn nur wir uns jetzt teleportieren, wie ist denn und wie sind denn unsere sehr hilfreichen Kollegen? Wie kommen die denn darüber? Können die sich auf einmal auch teleportieren? So eine Fähigkeit, die ist nur für uns. So, hi. Hi, mein Name ist Chase. Ich werf dich mal weg hier. Du bist mir viel zu nah. So, ihr nicht so stürmisch, Leute. Das ist ein Mensch. Einer nach dem anderen. Einer nach dem anderen. Ja, ich bin nur ein Astronaut, wie ihr. Jetzt bin ich ein cooler Disco-Mensch aus den 80er Jahren. So wie ihr. Ja, so. Wir sind doch alle Kumpels. Wir sind alle Kumpels. Alles gut. Ich lasse euch in Ruhe. Ihr lasst mich in Ruhe. Deal? Keiner? Na dann nicht. Dann schüttel ich euren Betonmischer, sodass der mir Geld gibt. Das habt ihr jetzt davon. So. Dann lasse ich auch nicht mehr mit mir reden. Dann nehme ich dich auch hoch und schmeiß dich einfach weg. So, weil dann hat sich das Thema nämlich geklärt. So. Chase, hol mich hier runter! Warte, ich lass dich nicht hängen. Ups, Entschuldigung, war nicht ironisch gemeint. Ich lass dich nicht hängen. Ups, Entschuldigung. War nicht ironisch. Auf zum Meckern. Ich will mir jetzt erst die Steine hier holen. Du hast mich so oft einfach nur blöd angefahren. Weißt du, ich selbst jetzt meckert dich wieder. Schnauze. Ja, Mai. Du hängst doch. Du hängst doch ganz gut da ab. Hängst da, du hängst da so ab und ich muss arbeiten, weißt du? Nee, nee. Also, wenn du jetzt hier schnippisch wirst, dann machen wir das gar nicht. Ja, also, dann ist gut. Weißt du, Natalia? Kowalski? Ja, weißt du? Weißt du? Machen wir nicht. So. Bis morgen, wenn du Lust hast. So. Ja, also, ich habe keinen Stress. Alles ist fit bei mir sowas. Also, so halb, alles ist bei mir halb fit. Ja. Ja, ja, ist okay, Natalia, ist okay. Naja, also wir wollen ja nichts überstürzen. Wir haben ja hier auch alte Matratzen. Ne, also muss ich ja erstmal gucken, ob... Nein, jetzt bleib doch mal ruhig, Frau. Meine Güte, ist halt furchtbar. Einmal ruhig bleiben, eins nach dem anderen. Ja, wir wollen es, wie gesagt, nicht überstürzen. Habe ich dir jetzt schon gesagt. Ja, und... Also wenn du noch weiter schnippisch wirst, dann bis morgen. Ich hatte nämlich eigentlich versucht, den letzten Dingsbau noch zu finden. Anscheinend ohne Erfolg. That means wir hüpfen. Kann sich nur noch um Sekunden handeln. Höchste Zeit. Entschuldige, ich meine, danke. Aha. Guck mal, das ist doch mal ein Ton, den ich okay finde. Mädel. Du bist eine, ey. Was soll ich jetzt hier machen? Mich zaubern oder was? Y. Ich suche noch den Knopf, um dich behutsam runterzulassen. Er lässt sie eh fallen. Der muss doch kotzschlecht sein, oder? Oh, das war er nicht. Jetzt beschwert sie sich bestimmt. Oh, nee, doch nicht. Er hat mich mit Eiscreme gefüttert. Ich wusste es. Statschki, lass uns von hier verschwinden, bevor der Chief auftaucht. Mach's gut, Chase. Wir sehen uns. Du warst... Danke, Jungs. Ich übernehme ab hier, Natalia. Und ich finde deinen Dad. Versprochen. Ich lasse nicht zu, dass sie dir wehtun. Okay. Okay. Dankeschön. Mach keine Dummheiten. Ja, doch. Hey! Okay, ab jetzt aber... Oh, nee. Meine Güte. Alter, dieses Spiel.
Teil war nicht so gut. Ah, immerhin. Auch doch, 30%. Okay. Nee, ey. Boah. Das ist ja Hammer, du. Geschichte fortsetzen. Früher stand da, glaube ich, mal Story oder so. Ja, wir haben auch noch ein bisschen Tiet. Dann können wir noch ein bisschen weiter auf. Kapitel 9. Schweinehüten will gelernt sein. Ja, dann. McCain! Durch deine Nummer auf dem Schrottplatz ist es John gelungen, abzuhauen. Und das macht es nicht gerade einfach, ihn zu verhaften. Aber ich musste doch... Ach, sei still! Du wirst zu Sheriff Huckleberry in den Wald versetzt, bis sich die ganze Sache hier geklärt hat. Braucht er dort Hilfe bei einem Fall? Ha, unwahrscheinlich. Sein Bezirk hat die niedrigste Kriminalitätsrate von Lego City. Fragt sich und wieso. Daher will ich dich dort haben. Da kannst du nichts anstellen. Und was ist mit der Fury-Untersuchung? Ich habe meinen besten Mann auf den Fall angesetzt. Er ist der Sohn, den ich nie hatte. Und der auch kein bisschen so aussieht wie ich. Wenn überhaupt jemand den Fall lösen kann, dann er. Was ein Pisser. Ich arbeite hier. Ja, ich leiste die gesamte Arbeit. Und nur weil der Chan jetzt entkommen konnte, den finde ich doch wieder. Ich bin doch immer noch in der Gang. Der hat doch nicht mitgekriegt, dass ich das bin. Der hat doch nur die anderen beiden erkannt. Die beiden Flaschen, die ganze Zeit nur dabei waren und nichts gemacht haben. Was ein Arsch. Ich mag den dann wenig. Der ist ein Pisser. Der ist voll gemein. Wah! Weißt du, jetzt, wir machen die ganze Arbeit. Und jetzt versetzt er uns wirklich hier ins letzte Loch. Was ein Sack. Jetzt können wir den... Jetzt ist er wahrscheinlich noch so doof, dass er den Typen, den er jetzt ausgewählt hat, der sein Sohn sein könnte, wo ich irgendwie glaube, das ist Honey. Aber gut, weil Honey... Es muss doch irgendwelche besondere Sachen sein, weil... Was machst du denn da? Ganz ehrlich, wenn man so inkompetent ist wie Honey, dann hält man sich doch nicht so lange, vor allem auch nicht bei der Polizei. Das wird sicher Ärger geben. Auch wenn es inkompetente Polizisten gibt, aber es gibt auch viele kompetente Polizisten. Und ganz ehrlich, der lässt den doch jetzt bestimmt wieder von vorne anfangen. Wie scheiße ist das denn? Was ein Arsch. Wo springst du denn hin? Ich bin auf der Straße, ich bin gar keine Gefährdung. Naja gut, dann ab zu Chief Huckleberry. Yay. Geil. Ich habe nichts angestellt Schlimmes. Chan ist entkommen. Den hätte ich sofort wieder anfordern können, aber... Ich muss nochmal zu meinem Dojo. Ich muss nochmal meinem Klempner-Kollegen erzählen, was hier abgeht. Sensei, Meister, ich brauche deine Hilfe. Ich muss auch schon die Treppe hochfahren, ne? Oh, ich habe die... Entschuldigung. Meister! Kann ich da wirklich rein? Achso, ich kann nur die Mission wiederholen. Ja, das wollen wir jetzt nicht machen. Wir müssen zu unserem Strafdienst. In die letzte Ecke. Na komm, dann fahren wir. Fahren wir jetzt hier noch. Yay, da sind wir auch schon da. Bei dem haben wir uns doch, oder? Nee, das ist hier nicht. Okay. Zack. Entrance. Chase! Hey! Oh Gott. Hi Frank. Was hast du denn angestellt, um hier zu enden? Bist du sicher, dass du ein ausgebildeter Klempner bist, Honey? Natürlich! Honey! Gar nichts? Gar nichts? Okay, es ist doch nicht. Jetzt hab ich dich! Huckleberry,
versteckt in der Kelle. Du und ich. Frank, ich bin von vorn und du kommst von der Seite. Sprich deine Gebete? Gebete? Oh, Entschuldigung. Hallo, Chase. Wir sind gerade bei den Proben für unser Stück. Ah, natürlich. Okay. Natürlich. Irgendwie muss man die Zeit ja rumkriegen. Hier passiert nie irgendwas Spannendes. Ich, war aber ein cooler Sprung. Die Vordertür war zu. Ganz ruhig, Derek. Keine Sorge, Jungs. Der Chief hat mich vorgewarnt und ich habe auch schon einen Dienstplan. Frank, Aufgabe ist es, die Kaffeemaschine ständig am Laufen zu halten. Sie können mir vertrauen, Sheriff Huckleberry. Nein. Und Chase. Die Kaffeemaschine ist kaputt. Sag ich doch. Derek, benimm dich. Also. Dann treibt ihr beide Farmer Hayes entlaufene Schweine zusammen. Yay. Die Farm ist südlich von hier. Ich würde ja selbst gehen. Aber heute ist Premiere und ich kann meinen Text noch nicht. Geht klar. Komm, Chase. Ich will die Tieris sehen. Das ist kein Streichelzoo, Frank. Okay. Je schneller wir die Tiere finden, desto schneller kann ich mich wieder Rex Fury widmen. Ich will die Tieris sehen. Pferde! Können wir die benutzen? Denke schon. Kannst du denn reiten? Kommt drauf an. Fährt man die mit Automatik oder Gangschaltung? Vielleicht gehst du besser zu Fuß. Bis später! Das war ein bisschen zu Fährt man die mit... Oh Gott, der war so scheiße, dass der schon wieder gut ist. Chase! Meins hängt im Rückwärtsgang fest! Und es hat keinen Kopf! Und einen ganz komischen Hintern! Du sitzt falsch rum, Frank. Oh! Und er sitzt falsch rum. Erklärt aber auch, warum es den Apfel nicht fressen wollte. Danke, Chase! Mm. Wir sehen uns auf der Farm! Ach du Scheiße, ey. Gibt es sowas wie Nitro? Nee, leider nicht. Aber wir sind ja hier in den Bergen, da kann man mal ruhig mal mit den Pferden hier lang reiten. Ja, wir fahren das mit, ja, das Pferd mal mit Automatik, natürlich. Oh, das ist so scheiße. Oh, das ist so schlecht. Ah, dann setzt er sich da falsch schon auf das Ding drüber. Wie ist der Kerl lebensfähig? Er ist doch nicht 24/7 in der Polizeiwache. Das heißt, er muss ja auch irgendwann nach Hause oder so. Nee. Wenn Honey vor uns da ist, haben wir irgendwas falsch gemacht. Hey. Die Schweine sind doch alle da. Okay, jetzt sind sie nicht mehr, aber da. Wie können die denn vorher wissen, dass die Schweine entlaufen sind? Wie kommt das Schwein da hoch und raubt? Wieso fährt dieses Schwein einen Trecker? What the fuck? What the fuck? Guten Tag, Sir. Oh, endlich! Du Ach so, das war so ein Flashback. Und deshalb bin ich Polizist geworden. Es sind Bergschweine! Unglaublich seltene Sorte! Ich werde noch bekloppt vor Sorge! Werde? Fürchtet euch nicht! Das ist Chase McCain! Wenn jemand qualifiziert ist, Schweine zu finden, dann er! Danke, Honey. Sollte nicht allzu schwer werden. Ist ja nicht so, dass sie fliegen könnten. Naja, es sind Bergschweine. Die sind überall... Und nirgends! Fuck ist mit dem falsch. Ich bleib besser hier. Falls sie zurückkommen. Na gut. Ich sollte nach Rex Fury suchen. Ja, und stattdessen du jagen wir wie ein Farmer aussehen, Schweine. Oder sie hauen ab. Ich hab ne Latzhose und einen Hut, die ich nicht mehr brauche.
Super. Danke. Hab die Sachen zuletzt beim Ausmisten getragen. Oh. Hm. Die stanken so sehr, dass ich sie weggeschlossen habe. Und dann hab ich den Schlüssel sicherheitshalber in einem Feld vergraben. Ist klar. Und jetzt sind sie verflucht. Nimm einen alten Trecker, um das Feld nach dem Schlüssel umzupflügen. Vor allem reparieren müsste man den aber mal. Geil. Oh nee. So schön. Geölt müsste er werden. Wenn ich nur wüsste, wo ich die Kanne gelassen habe, müsste meine Fußabdrücke zurückverfolgen, um rauszufinden, wo das Öl ist. Natürlich. Ach, guck mal. Na hier, ist doch der Kanister. Ja gut. Hey. Chase, nimm das Tor. Bock, bock, bock. So. Du hättest die Klamotten übrigens auch einfach waschen können. Oh. Nein, 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 nein. Bitte die Spoiler nicht, kann ich noch da. Yay! Yay! Willkommen zum Let's Play Landwirtschaftssimulator. Wir sind heute auf unserem neuen Hof. Ja, das ist Landwirtschaftssimulator 18. Die setzen auf so ein bisschen andere Grafik. Hey Chase, ich habe gehört, dass du zu Onkel Duke versetzt wurdest. Wie geht's dir denn? Wie es mir geht? Anstatt Fury zu schnappen, suche ich nach einem Schlüssel, der mich zu stinkenden Latzhosen führt. Und das mache ich, damit ich ein paar entlaufende Schweine zusammentreiben kann. Wieso suchst du nicht einfach mit dem Audioscanner nach den Schweinen? Oh, dann ist ja alles okay. Ich melde mich wieder. Alles klar, danke, Ellie. Ich merke, der Chase ist ein bisschen angepisst. Könnte daran liegen, dass er von der Bürgermeisterin beauftragt wurde, Rex Fury zu finden. Und stattdessen jetzt in seiner Kackhütte hier ist. So. Ah, guck mal, da ist der Schlüssel. Bestimmt. Ja, guck mal, da ist er. Wo ist denn hier eine Polizeisirene? Dann war das aber doch hier, wo wir die Wurfhakenkanone bekommen haben. Da war ich mir nur nicht mehr 100%ig sicher, ist aber hier am Sein. So, dann fahren wir den Trecker mal wieder zurück. Ich dachte, ich käme da durch. Schlüssel. Und auf das Tor. Yay. Stinkende Farmer-Klamotten. Chase McCain, Farmer. Das ist mir zu früh. Ach, guck mal, jetzt können wir die Blumentöpfe gießen. Die wir sonst vorher nicht gießen konnten. Cool. Okay, dann müssen wir da hoch. Oh, hab's vergessen. Ist das hier jetzt ein Kontrollpunkt? Ja, ne? Ah ja. Riechen gar nicht so schlimm. Oh, nee, doch. Jetzt riech ich's. Ich sollte die Schweine möglichst schnell finden. Lecker. Gut.
Komm, wir klettern. Klettern wir nochmal hier hoch. Und Sie haben tatsächlich mal ein UFO gesehen? Oh ja! Ich sah dieses komische, unheimliche Licht und wurde dann in dieses Raumdings gezogen. Da haben Sie komische Sachen mit mir gemacht. Oh, was für Sachen denn? Haben tief gebohrt. Na, du weißt schon, mich nach meiner Kindheit gefragt und so. Oh. Und dann haben sie diese Maschine. La la la, kann sie nicht hören. La 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 la, immer noch nicht. La la la, ich höre nicht zu, ich höre nicht zu. La 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 la, sind sie fertig? Geile Geschichte. Ich würde aber sagen, die Schweine suchen wir in der nächsten Session. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch wieder gefallen. Darf ich jetzt mal eine ihrer Maschinen fahren? Und mal schauen. Aber würde nicht sagen, meinen neuen Mähdrescher. Sie haben einen neuen Mähdrescher? Oh, einen niegelnagelneuen Mähdrescher. Kann ich den Schlüssel haben? Nein, habe ich doch gerade gesagt. Kann ich den Schlüssel haben? Super. Okay. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns, wenn ihr wollt, beim nächsten Mal wieder. Ich sag auf Wiese gehen. Ich verabschiede mich. Ciao.